5B tief am Sonntag. Schwülwarme Luft hält sich länger als erwartet und damit ein allerherzliches Glück auf miteinander. Nach den vergangenen Tagen mit örtlich teils kräftigen Gewittern und Überschwemmungen stabilisiert sich die Luftmasse zunächst etwas, wodurch die Unwettergefahr erst einmal abnimmt. Die warme Luftmasse, die sich dennoch stabilisiert, bleibt jedoch trotzdem länger als zuvor erwartet liegen und wird am Sonntag dann durch ein Tief endgültig ausgeräumt, welches die 5B-Zugbahn nehmen wird. Schauen wir wie gewohnt ganz entspannt in die Karten und steigen ein mit dem aktuellen Blick auf das Satellitenbild und können erkennen, wie jetzt hier im Prinzip ja höhere, teilweise auch tiefere Bewölkung jetzt quer über Deutschland zieht und sich erst einmal nichts an großartigen Konvektionen ja, zu finden lässt, außer jetzt hier im Erzgebirge löst geradeaus und hier Richtung West, halt Stopp, Ostsachsen, Entschuldigung. Gerade in diesen Bereichen kann es eben heute auch noch mal ein kleines bisschen krachen. Wir schauen noch mal ganz kurz auf den gestrigen Tag, denn da wurden in Klitschen bei Torgau 34,2 Grad gemessen. Das war die Höchsttemperatur am gestrigen Tag und man kann auch gut erkennen, gerade jetzt hier im Westen ist die Luftmasse schon sehr, sehr stabilisiert worden und dementsprechend auch relativ kühl geworden nachher. Ja, also dementsprechend dort schon nicht mehr so drückend und ja, teilweise auch nicht mal mehr sommerlich mit unter 25 Grad örtlich. In Bezug auf die Niederschläge vom gestrigen Tag, da haben wir Kemberg-Rades, das ist glaube ich bei Bitterfeld-Wolfen so die Gegend, Ferropolis, so rum. 84 Liter auf den Quadratmeter gab es dort in Summe. Und ja, dementsprechend gestern gab es auch nochmal die eine oder andere Überflutungsgeschichte nachher. In Bezug auf das aktuelle Radarbild, schauen wir auch ganz kurz drauf, kann man gut erkennen, jawohl, gerade hier beim Erzgebirge löst es orografisch noch ein bisschen aus. Es ist eben so, gerade hier Richtung Ostdeutschland liegt noch ein kleines bisschen schwüle Luftmasse und die bleibt auch erstmal noch ein bisschen liegen. Dementsprechend kann es heute in Ostsachsen auch noch mal ein bisschen auslösen. Gegebenenfalls jetzt hier von Tschechien her auch noch mal ein bisschen kräftiger oder gegebenenfalls werden sich auch diese Sachen jetzt hier über dem Erzgebirge eben weiter nach Osten verlagern und gegebenenfalls ein bisschen verstärken. Zur Großwetterlage, Freunde. Wir sehen die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und warum wir die übernehmen. Oder immer nehmen, habe ich euch immer mal erklärt. Es ist eben so, dort kann man das Potenzial der Luftmasse eben abschätzen in dieser Höhe. Was würde passieren, wenn wir die Luftmasse eben anliegen haben und was ergibt oder ergeben sich daraus am Boden für Temperaturen? Dementsprechend kann man ungefähr in den Sommermonaten 15 Kelvin bzw. 15 Grad draufrechnen auf zum Beispiel jetzt hier die 15er Isotherme und dementsprechend wären heute gerade bei uns nochmal über 30 Grad teilweise möglich in den flacheren Regionen. Ja, man kann erkennen, die Luftmasse, die 15er Isotherme, was jetzt hier die rote darstellt, ne, wo im Prinzip dann die 30 Grad nochmal möglich wären, die bleibt länger als erwartet jetzt liegen, schwappt sogar wieder ein kleines bisschen nach Norden und ja, wie soll man sagen, es wird dann eben so sein, dass sich gerade Richtung Sonntag nachher, seht ihr das, hier ein Tiefdruckgebiet aufbauen wird, welches sich dann so ein kleines bisschen aufwölbt, in der, oder was heißt aufwölbt? Eigentlich nicht, ist ja kein Hochdruckgebiet. Ein Hochdruckgebiet wölbt sich auf, ein Tiefdruckgebiet vertieft sich jetzt hier. Und man kann diese Zyklogenese erkennen. Also dieses Ding verstärkt sich dann so ein kleines bisschen. Das entsteht ungefähr hier so, ne? Ist gar nicht so richtig zu erkennen. Und zum Bodentief wird es dann jetzt im Prinzip dann im Bezug auf die oder auf das Erreichen der deutsch-polnischen Grenze nachher mit dem Rechenlauf. Und rückseitig, also es ist eben so, dieses Ding zieht dann jetzt hier lang, ne? Und rückseitig ist es dann eben nachher so, dass hier kalte Luft reinkommt. Also bodennah kalte Luftmasse und dementsprechend aber auch nochmal warme bis heiße Luftmasse herumgeholt wird und die wird dann zum Aufgleiten gebracht. Es kann auch sein, dass es dann dort nochmal das eine oder andere Gewitter mitgibt, wodurch dann eben die Regenfälle konvektiv ja, verstärkt werden würden. Das Ganze zieht dann raus und dann gibt es endlich ja, Abkühlung, wodurch dann eben nachher die 10 Grad Isotherme hier südlich der Alpen teilweise sogar liegen dürfte. Und dementsprechend ist sind die sommerlichen Temperaturen auch erst einmal mit über 25 Grad wahrscheinlich dann in der kommenden Woche Geschichte. In Bezug auf die Temperaturen für den heutigen Tag, ich hatte es bereits schon erwähnt, gerade in diesem Streifen jetzt hier östlich bzw. südöstlich davon sind nochmal 30 Grad möglich. Das liegt eben an der 15er Isotherme, die wir in der Höhe anliegen haben. Und dementsprechend ist auch nochmal Badewetter sehr wahrscheinlich. So, die Taupunkte kann man erkennen. Gerade Richtung Osten sieht man das jetzt hier, ne? Es sind eben teilweise wirklich noch sehr
drückenschwüle Taupunkte hier zu verzeichnen, teilweise mit 18, 19, gegebenenfalls auch hier um die 20 bis 22 Grad Taupunkt. Das ist eben noch sehr, sehr drückend und dementsprechend wurde dort die Luftmasse auch noch nicht ausgeräumt. In Bezug auf die Cape-Werte bzw. die Gewitterenergien kann man das auch gut erkennen, wie jetzt hier im Osten tatsächlich eben noch ein kleines bisschen Gewitterenergie anliegt und hier ist eben auch der Bereich, wo es dann auch nochmal ein kleines bisschen rumpeln kann. Ich möchte auch nicht ausschließen, dass es gegebenenfalls jetzt hier nördlich der Alpen auch nochmal auslösen könnte am heutigen, was haben wir heute, Donnerstag, genau. Ja, wie sieht das Ganze dann in Bezug auf das Icon D2 Modell aus mit den Berechnungen in Bezug auf die stündigen Niederschlagssummen? Wir sehen das jetzt hier, wie sich das eben verhält. Man kann eben dann auch hier die orografisch bedingten Geschichten nachher erkennen, die jetzt hier ein kleines bisschen später berechnet wurden. Dementsprechend ist eine weitere Verstärkung möglich. Und hier sehen wir auch eine 32. Ne? Und das kann eben dann auch, das ist reiner Modelloutput, Leute, die 32 kann eben dann auch mal hier sein, beziehungsweise auch mal hier. Dementsprechend in diesen Bereichen wird die Gewitterwahrscheinlichkeit bzw. ja, das Risiko eben dort nochmal am höchsten. Und hier wird auch ein kräftigeres Ding dann so Richtung Abend, 18 Uhr, nochmal berechnet nachher. Ja, wie gesagt, punktuelle Geschichten, keine großen Sachen. Und dann war es das im Prinzip auch schon wieder. Unterm Strich kommen dann diese ganzen Niederschläge zustande, beziehungsweise diese Summen. Da kann man eben im Prinzip diesen Bereich jetzt hier erahnen, wo jetzt nochmal die kräftigsten Umlagerungen vonstatten gehen, wenn man jetzt den akkumulierten Niederschlag bis morgen früh 8 Uhr eben sich zu Gemüte führt. Das Icon D2 Modell rechnet gerade jetzt hier im Süden nichts, muss man wirklich abwarten. Gegebenenfalls liegen die zu nah am Hochdruckgebiet dran, dementsprechend gedeckelt die ganze Geschichte und einfach zu wenig Cape-Wert, dass das da entgegenwirken könnte bzw. zündet. Aber wie gesagt, in den Alpen, orografisch bedingt, da gibt es so einige Überraschungen manchmal. Aber Hotspot jetzt sehr wahrscheinlich eben hier der Osten, denn das Ganze kann jetzt auch noch ein kleines bisschen, gegebenenfalls ein paar Kilometer nach Norden rutschen, übertriebenerweise jetzt mal hier so eingezeichnet. Ja, wie sieht die ganze Wetterlage dann weiter aus? Wir schauen weiter rein und können jetzt hier im Prinzip mal die 850 Hektopascal Temperatur für Deutschland erkennen, wie das jetzt hier so rumwabert. Ne? Ich hatte es ja bereits schon erwähnt, die 15 Grad Isotherme bleibt im ganzen Südosten, einschließlich Sachsen, so liegen, teilweise auch sogar bis nach Frankfurt noch ein kleines bisschen. Im Norden ist die ganze Sache schon ein bisschen entspannter. Und dann passiert es eben, dass von Süden her sich ein Tiefdruckgebiet eben in die Zyklogenese reinbewegt und man kann das gut erkennen, wie das jetzt aus Südosten im Prinzip diese warme Luft hier herumholt am Sonntag. Ne? Ja, oben sieht man das sehr gut. Das ist der Sonntag, für Sonntagnachmittag, wo das, der Kern eben hier liegt und dann eben hier schon die bodennahe Kaltluft dann nachher vorhanden ist und dementsprechend ein Aufgleiten stattfindet und gerade im Warmluftsektor, gerade in diesen Bereichen eben auch das eine oder andere Gewitter mit integriert sein könnte, ne, nach diesem Rechenlauf. Das Ganze zieht dann raus, dann typisches Rückseitenwetter und am Montag sehr wahrscheinlich dann tiefhängende Wolken, kühl, windig, gegebenenfalls auch noch ein bisschen, ne? Also wie gesagt, das ist so dieses typische Rückseitenwetter, das wir dann dort gegebenenfalls erhalten werden. Wie sieht das Ganze dann aus in Bezug auf die, ja, Umlagerung? Man kann erkennen, diese Front, die da von Nordwesten reinkommt, die ist richtig meridional schleifend, ne? Also dementsprechend auch in diesen Bereichen hier, kann man auch nochmal erwähnen, ne? Gerade in diesen Bereichen wird es auch in den kommenden Tagen sehr wahrscheinlich immer wieder Schauer geben, auch mal vielleicht ein kurzes Gewitter, auch mal skaligere Niederschläge, ergiebige Regenfälle, gegebenenfalls punktuell auch mal, wo dann das eine oder andere, wo dann die ein oder anderen 10, 12, vielleicht auch 15 Liter auf dem Quadratmeter mal zusammenkommen können punktuell, gegebenenfalls aber auch mal ein kleines bisschen mehr, wenn es dann eben mit Schauern einhergeht und die dann wie so an einer Perlenkette eben entlang ziehen, wie das jetzt so simuliert wird hier. Ne? Das ist, wie gesagt, vorhin der reine Modelloutput. Das muss jetzt nicht hundertprozentig so kommen, aber ja, man sieht ein Schleifen der Front und das ist eben der Übergang von der kälteren Luftmasse zur wärmeren Luftmasse und dann schraubt sich eben dieses Tiefdruckgebiet hoch und da kann man hier gut erkennen, wie das jetzt eben nicht lange verweilt, durchzieht, aber eben kräftige Niederschläge mit dabei hat und dementsprechend nachher auch das eine oder andere Überflutungsevent, wenn man sich dann die kommenden Karten nochmal zu Gemüte führt, in petto hat. So, ich hatte es bereits schon erwähnt, es ist eben auch mit Cape-Wert zu rechnen. Man kann das hier gut erkennen, gerade
sehr instabile Luftmasse wird eben dann auch nochmal in den Warmluftsektor hereingeholt, während das Tiefdruckgebiet dann eben die 5B-artige Zugrichtung von Südwesten nach Nordosten eben nimmt. Und da sind eben auch einige Überraschungen nachher mit vorprogrammiert. Das kann man jetzt aber einfach noch nicht absehen. Ich könnte mir vorstellen, Warmlufteinschubgewitter sind dort auf jeden Fall möglich nachher. So, Freunde, jetzt schauen wir nochmal kurz. Ja, das ist im Prinzip die andere Perspektive nochmal reingezoomt, der Cape-Wert, der jetzt hier sozusagen berechnet würde. Man kann das gut erkennen, teilweise hochreichende Wolken, 11, 12 Kilometer Höhe sind hier wahrscheinlich und die knallen dann natürlich auf die kältere Luftmasse hier und das würde eben dann für die ein oder andere Hebung nachher gut sein können. Dementsprechend Warmlufteinschubgewitter aus Südosten sind gerade in Sachsen immer so ein kleines bisschen eine Wundertüte. Und dort kann es eben dann auch mal ein kleines bisschen heftiger zur Sache gehen. Aber wie gesagt, Freunde, das sind alles hätte, wenn und aber. Das ist einfach für die Wetterlage noch ein bisschen zu weit hin. Die Option wird trotzdem immer wieder angedeutet und ist jetzt auch in den Rechenläufen immer wieder aufgetaucht. Dementsprechend ist es aber noch die Frage, wo wird denn das Ding eben langziehen? Und da sind einige Kilometer entscheidend nachher, ne? Das sollte ein Fragezeichen sein übrigens. Ja, wie sieht das Ganze aus mit den Theta-E-Werten, also quasi auch die Höhenfeuchtigkeit? Hier kann man das sehr gut erkennen, wie das Ding eben eintritt, ne? Hier werden teilweise, Freunde, schaut mal, hier werden teilweise Theta-E-Werte um die 70 Grad Celsius von Südosten herumgeholt. Das Tiefdruckgebiet befindet sich hier und das sind eben sehr feuchte Luftmassen. Also quasi die 69 jetzt hier, die bedeutet so viel in 1500 Metern Höhe, so viel wie 69 Grad müssten rein theoretisch erreicht werden, damit jegliche Feuchtigkeit dort in 850 Hektopascal bzw. 1500 Metern Höhe eben auskondensieren würde. Und das ist ein Maß für diese hochreichende Feuchtigkeit, die eben dann hier herumgeholt wird, ne? Und eben dann auf diese eher warme, schon kältere anliegende Kaltluft jetzt hier aus Norden aufgleitet. Und gerade in diesen Bereichen nachher, ja, ist dann eben so, dass es dann gerade hier so ein kleines bisschen nachher auch diesen Staueffekt mit reinbringen könnte. Also wie gesagt, Freunde, eine sehr interessante Wetterlage, die uns da hier bevorsteht. Dann zieht das Ding raus. Man muss aber auch dazu sagen, und da kann man auch erkennen jetzt hier nochmal ganz kurz, ne, wie jetzt hier die Luftmasse eben nachher dann auch stabiler wird. Man sieht das auch in der Höhe, die ist nicht mehr so feucht und dann war es das eben auch. Aber wie gesagt, Freunde, man muss mal dazu sagen, das Icon-EU-Modell von den Deutschen steht hier auch noch ein kleines bisschen mit dieser Variante oder mit dieser verschärften Variante alleine da, muss man tatsächlich sagen, ne? Denn wenn man sich jetzt hier mal das GFS-Modell zu Gemüte führt, die haben diese Entwicklung jetzt nicht so scharf drin. Die haben auch diesen schwarzen nehmen hier, die haben auch dieses Herumholen dieser Warmluft mit drinnen. Ne? Man kann das gut erkennen, aber die sehen den Tiefdruckkern zum Beispiel hier und dementsprechend wären das schon wieder eine ganz andere Geschichten. Ne? Man kann das hier gut erkennen. Es sind nur Unsicherheiten drin. In Bezug auf die akkumulierten Niederschlagssummen, ich hatte es bereits schon erwähnt, wenn das hier so käme, hier werden teilweise auch flächig über 60, 70, 80 Liter auf den Quadratmeter berechnet. Teilweise auch in Peaks, eben wo die Schauer und Gewitter nachher dann eben eingelagert sind. Und das Aufgleiten eben nachher, so also wie eine Bowlingkugel, kann man hier erkennen, dass teilweise auch über 100, teilweise auch 120 Liter auf den Quadratmeter runterkommen können in dieser Zeit. Und das würde schon den einen oder anderen oder das ein oder andere Feld mehr unter Wasser setzen in der Zeit. Das muss man tatsächlich sagen. Man muss aber auch erwähnen, dass gerade hier keine bergigen Regionen sind. Ja, also dementsprechend muss man da nicht so eine Angst haben in Bezug auf Sturzfluten oder so, ne? Weil das dort ja, aber einfach die Berge eben nicht vorhanden sind und dementsprechend das alles flächig sich abfließt oder wie auch immer, ne? Ja, das ist eben die Frage, wo das ganze Ding langzieht. Das GFS-Modell. Tja, sieht die ganze Sache viel, viel entspannter, lässt die Geschichte hier ein kleines bisschen hochgehen, dann haben wir hier so ein kleines bisschen im Peak, ne? Aber ansonsten, ja, es sind schon Unterschiede noch vorhanden, Freunde, wie gesagt, ne? Man muss eben mal schauen, wie die neuesten Rechenläufe aussehen, deswegen bloß mal tangiert ein kleines bisschen Spekulation mit rein, das macht ja auch manchmal Spaß oder ist interessant am Wetter und das ist keine Prognose jetzt, ne? Wie gesagt, das sind 5B-Variantenoptionen, dass dieses 5B-Tief kommen wird, aber wo es in welcher Intensität dann langziehen wird, das ist noch nicht ganz klar. Und auch wenn es wieder Leute geben wird, die dann in die Kommentare reinschreiben, ja, Kaffeesatzleserei oder wie auch immer, sind wir gewöhnt. Ne? Wie gesagt, Freunde, man kann es immer nur wieder erwähnen. Das Orpersch-Modell sieht das zum Beispiel völlig entspannt. Die lassen das ganze Ding hier drüben hochgehen. Hier wäre im Prinzip Deutschland überhaupt nicht mit so richtig betroffen. Ne? Wenn man das jetzt mal vergleicht, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das sagte ich eben auch schon, dass das Icon-EU-Modell diesbezüglich hier etwas alleine dasteht. Und man kann das jetzt auch gut erkennen in Bezug auf das Ensemble für Freiberg jetzt hier mal.
natürlich im Nordstau des Erzgebirges gelegen. Hier sieht man im Prinzip den Peak dieses 5B-artigen Tiefdruckgebietes, dieses Durchgangs und hier die 40 verschiedenen Member, nicht wie beim GFS-Modell, das hat nur 30, das hat 40. Und diesbezüglich kann man auch erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen 5B-artigen Durchgang hier gegeben ist und man aber auch sagen muss, dass der Hauptlauf, der hier grün eingezeichnet ist, ne, ich mach den mal hier weiß, ne, dass der ja gut eingebettet liegt, aber eben auch Peaks dabei sind, die noch ein bisschen höher gehen. Und wenn man dann im Prinzip sich nochmal diese Variante hier zu Gemüte führt, ne, also wie gesagt, da sind noch einige Spitzen auch nach oben drin. Ja, Freunde, wie gesagt, das sollte es dazu erst einmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis später, wenn ihr möchtet. Ich hoffe, ich wurde heute ein kleines bisschen besser verstanden durch diesen Filter hier. Ja, so ein bisschen die Peaks rausgenommen und ich, ja. Schönen Donnerstag, Freunde. Glück auf.